Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 13, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 14007, Bürgerinnen und Bürger über die Menschenrechte des Kindes informieren. Die Landesregierung muss ihrer Pflicht nachkommen. Ich öffne die Aussprache. Ich erteile für die Fraktion der Piraten dem Kollegen Wegner das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Menschen im Stream und auf der Tribüne. Uns allen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die mangelnde Umsetzung der UN-Menschenrechtskonvention für Kinder in Deutschland bekannt. Zumindest sollte sie das. Einer der wesentlichen Gründe für die mangelnde Umsetzung ist die mangelnde Bekanntheit dieser Menschenrechtskonvention und deren Inhalte. Dieser Zustand ist im Jahr 2017, rund ein Vierteljahrhundert nach der Ratifizierung der UN-Menschenrechtskonvention über die Rechte des Kindes, nicht mehr zu tolerieren. Die Unkenntnis über die Menschenrechte der Kinder in Deutschland ist wirklich erschreckend. Im letzten Kinderreport des Deutschen Hilfswerks e.V. können Sie nachlesen, dass 85% der Kinder und Jugendlichen und 86% der Erwachsenen in Deutschland Kinderrechte nicht oder wenn, dann nur vom Namen her kennen. Ist es Ihnen allen eigentlich nicht peinlich, wenn Sachverständige Deutschland nicht umsonst als Entwicklungsland in Sachen Kinderrechte bezeichnen? Verehrte Kolleginnen und Kollegen, obwohl der Plenarsaal nur mäßig besetzt ist, ist es relativ laut und ich bitte doch etwas mit den Gesprächen sich einzuschränken und dem Redner zu lauschen. Nordrhein-Westfalen muss endlich seine Verpflichtungen wahrnehmen und alles in seiner Möglichkeit Liegende tun, um die verhängnisvolle Unwissenheit und die damit verbundene mangelnde Umsetzung der Menschenrechte für Kinder zu bekämpfen. Dies, liebe Landesregierung, haben Sie ja durchaus erkannt. Das wissen Sie ja alles selber. Aber wann wollen Sie in die konkrete Offensive gehen? Uns fehlen hier die konkreten Maßnahmen. Dass noch nicht lange jedes Kind und jeder Jugendliche über seine Rechte informiert ist, ist das eine. Erschwerend kommt hinzu, dass ja auch Eltern und Fachkräfte aufgrund mangelnder Informationen die Kinderrechte immer noch zu wenig beachten. Wie sollen sie auch, wenn sie selbst nicht ausreichend informiert sind? Denn nur wer sein Recht kennt, kann sich auch aktiv darauf berufen und es einfordern. Und nur wer die Rechte der Kinder und Jugendlichen kennt, kann diese achten. Ohne hinreichende Informationen bleibt das Bewusstsein über die einzelnen Rechte auch bei Fachkräften unzureichend. Ohne informierte Erwachsene können aber auch nicht alle Kinder und Jugendlichen ihre einzelnen Rechte erfahren, geschweige denn sie erleben. Nachdem sich der Landtag im vergangenen Jahr leider entschieden hat, dem Antrag der Piraten auf die Wiedereinsetzung eines bzw. einer unabhängigen Landesbeauftragten für die Rechte und Belange von Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen nicht zu folgen, liegt diese Pflichtaufgabe der Informationsvermittlung nun bei der Landesregierung. Sie, liebe Landesregierung, müssen sich dieser Aufgabe und somit der Verantwortung stellen und Maßnahmen ergreifen, um der fatalen Unkenntnis in Bezug auf die Menschenrechte des Kindes entgegenzuwirken. Wann starten Sie, liebe Landesregierung, denn endlich ein Programm, um alle Menschen in Nordrhein-Westfalen über die Rechte der Kinder zu informieren und die dafür erforderlichen Mittel bereitzustellen? Wann beginnen Sie damit, Kindern und Jugendlichen Informationen über ihre Rechte, Hilfsangebote und Beteiligungsmöglichkeiten leicht zugänglich zu machen und altersgerecht zu präsentieren? Wann stellen Sie sicher, dass die Aufklärung über die Rechte von Kindern und Jugendlichen ein angemessener Teil der Ausbildung aller Fachkräfte wird, deren Handeln Kinder betrifft? Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn die Landesregierung ihren Aufgaben nicht von alleine nachkommt, ist es unsere Pflicht als Parlament, sie dazu aufzufordern und in diesem Falle somit die Umsetzung der Menschenrechte für Kinder hier in Nordrhein-Westfalen voranzubringen.
Wir als Piratenfraktion treten heute zum wiederholten Male dafür ein, dass die Menschenrechte für Kinder nicht nur auf dem Papier stehen, sondern bekannt gemacht werden. Zum wiederholten Male treten wir dafür ein, dass jedes Kind und jeder Jugendliche entsprechend seines Entwicklungs- und Standes über alle seine Rechte informiert wird. Und wir bitten Sie, dies auch zu tun und unserem Antrag zuzustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wegener. Bevor die liebe Landesregierung antwortet, gibt es aber noch vier weitere Redner. Zunächst die Frau Kollegin Watermann-Kratz von der SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Wegner, ja, wir haben schon sehr häufig auch über dieses Thema gesprochen und ich sag mal, die Forderung, die Sie stellen, Kinderrechte sind Menschenrechte, das Land NRW und seine Regierung bekennen sich weiterhin zum UN-Kinderrechtsabkommen, da können wir ja voll und ganz zustimmen. Ja, aber alles andere, da möchte ich doch einfach daran erinnern, an diesen umfangreichen Antrag, den wir im Mai letzten Jahres verabschiedet haben. Ich erinnere noch mal, die Überschrift lautet: Rechte von Kindern und Jugendlichen in NRW stärken. Herr Wegner, das haben wir doch in aller Breite auch im Fachausschuss und auch hier miteinander besprochen. Also, in dem Antrag, der wirklich umfangreich ist, vielfältig dargestellt, Beteiligungsrechte, Beschwerdemöglichkeiten, Handlungskonzepte, alles ist dargestellt. Und deswegen kann ich heute hier auch nur sagen, da gibt es nichts Neues zu beschließen. Land und Regierung bekennen sich aktiv zu den Kinderrechten. Und es sei auch daran erinnert, dass wir ja im Grundgesetz die Verankerung haben in der Landesverfassung. Und selbst im SGB VIII sind die Rechte der Jugendlichen der Beteiligung ja auch fixiert. Also zu unserem Antrag. Ich zitiere jetzt mal auszugsweise aus den Forderungen, die wir in unserem Antrag dargestellt haben. Die UN-Kinderrechtskonvention bekannter machen. Mehr für Fortbildung und Schulung in diesem Bereich zu tun. Und zum Ende jeder Legislaturperiode einen Kinder- und Jugendbericht vorlegen, der auch die Umsetzung der Kinderrechte in NRW in den Blick nimmt. Und, das bleibt bis heute auch unsere Forderung, auf der Bundesebene weiterhin zu fordern, dass die Rechte der Kinder im Grundgesetz verankert werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kinder und Jugendliche sollten ihre Rechte kennen. Das ist unstrittig. Sie müssen sie jedoch nicht kennen, damit sie auch gewahrt werden. Viel wichtiger ist doch, dass Eltern und Erwachsene, die mit Kindern umgehen, wie Erzieherinnen, Erzieher, Lehrer, Lehrerinnen, dass sie diese Rechte kennen und vor allem in ihrer täglichen Arbeit auch umsetzen. Und deshalb muss dieses einen festen Platz haben in Ausbildung und Fortbildung dieser Fachkräfte. Und im Übrigen kommt es nicht nur darauf an, die Kinderrechtskonvention dem Worte nach zu kennen, sondern auch die Inhalte zu leben. Und davon zeugen unter anderem die vielfältigen und tiefgehenden Analysen der Situation unserer Kinder und Jugendlichen, wie dargestellt im letzten Kinder- und Jugendbericht. Hier werden die Kindheit in Unterschiedlichkeit und Vielfalt, der prekären Lebenslagen, Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die Rolle der Familie sowie viele weitere konkrete Fragestellungen behandelt und eben auch die Thematik der Kinderrechte. Und deshalb, Herr Wegner, wir lehnen den Antrag der Piraten ab. Es gibt nichts Neues für uns zu beschließen. Ich bin mir aber auch sicher, dass wir immer wieder über Umsetzung der Kinderrechte auch in diesem Haus sprechen werden. Denn die Umsetzung, die kriegen wir natürlich schrittweise nur hin. Und das ist ein stetiger Prozess. Und der muss nicht nur von uns, sondern auch von allen gesellschaftlichen Ebenen vorangetrieben werden. Deshalb werden wir, denke ich, weiterhin darüber reden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Watermann-Kratz. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Kamin.
Sehr geehrter Herr Präsident, über die Daseinsberechtigung von Kinderrechten müssen wir, denke ich, nicht diskutieren. Kinderrechte sind Menschenrechte, und was könnte uns mehr am Herzen liegen als der Schutz unserer Kinder und die Wahrung ihrer Rechte? Das 1989 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete Übereinkommen über die Rechte des Kindes wurde, mit Ausnahme der USA, von allen Mitgliedstaaten ratifiziert. Deutschland gibt somit die Garantie von Schutz-, Förderungs- und Beteiligungsrechten von Kindern und Jugendlichen. Auch in Nordrhein-Westfalen arbeiten verschiedenste Stellen an der Umsetzung und Einhaltung der Konvention. Die Fraktion der Piraten beklagt heute in ihrem hier vorliegenden Antrag, es gebe ein Informationsdefizit bezüglich der Kinderrechte. Sie fordert Maßnahmen, um die Menschen in Nordrhein-Westfalen unter Bereitstellung der hierfür erforderlichen finanziellen Mittel über die Kinderrechte zu informieren. Doch wie konkret diese Information aussehen soll, verraten Sie uns nicht. Weiter fordern die Piraten, sicherzustellen, dass die Qualifikation derjenigen Fachkräfte verbessert werde, deren Handeln Kinder betrifft. Konkret geht es um die Rechte von Kindern und Jugendlichen und Hilfsangebote für in ihren Rechten verletzte Minderjährige. Dies ist zum Glück bereits Praxis. Insofern sehen wir hier keinen Handlungsbedarf. Bei der Bereitstellung von Informationen für Kinder und Jugendliche über ihre Rechte sowie Hilfsangebote und Beteiligungsmöglichkeiten passiert ebenfalls bereits viel, auch wenn hier sicherlich noch Luft nach oben ist. Letztens fordert die Fraktion der Piraten, Kinder und Jugendliche besser am Prozess zu beteiligen, wenn es um die Wahrung ihrer Rechte geht. Hier sehen wir als CDU-Fraktion keine Regelungslücke. Das Sozialgesetzbuch 8 regelt umfassend die bereichsspezifische Pflicht zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. In Nordrhein-Westfalen sind die Kinderrechte im von uns sehr gut auf den Weg gebrachten Kibitz verankert. Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten § 13 Absatz 6. Die Bildungs- und Erziehungsarbeit wirkt darauf hin, Kinder zur gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe zu befähigen. Daher sollen Kinder ihrem Alter, ihrem Entwicklungsstand und ihren Bedürfnissen entsprechend bei der Gestaltung des Alltags in der Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege mitwirken. Sie sind vom pädagogischen Personal bei allen sie betreffenden Angelegenheiten alters- und entwicklungsgerecht zu beteiligen. Zum Wohle der Kinder und zur Sicherung ihrer Rechte sind in den Tageseinrichtungen geeignete Verfahren der Beteiligung und die Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten vorzusehen und zu praktizieren. Damit ist das Wesentliche gesagt. Kinderrechte wirklich umsetzen heißt aber natürlich auch, Ungleichheiten zwischen Kindern unterschiedlicher sozialer Herkunft auszugleichen und sicherzustellen, dass auch Kinder aus eher bildungsfernen Milieus ihre Rechte im Alltag gewahrt werden. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Melzer zulassen? Ja, gerne. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben ja eben sehr begeistert aus dem Kibitz zitiert, was ja nach einer entsprechenden Änderung der rot-grünen Landesregierung so aufgenommen worden ist in Kibitz. Könnten Sie uns mitteilen, wie die CDU-Fraktion bei dieser Änderung votiert hat? Kollege, bitteschön. Vielen Dank für die Frage, die mir kurz noch mal die Gelegenheit gibt, eben deutlich zu machen, dass das Kibitz deswegen in einen schlechten Ruf gekommen ist, weil Sie es nicht mit den notwendigen finanziellen Mitteln ausstatten. Die Kritik, die man bei jeglichen Besuch in Kindertageseinrichtungen mitbekommt, das werden Sie sicherlich auch regelmäßig hören, richtet sich immer gegen die unzureichende Ausstattung, gegen die Überlastung des Personals über Berichtspflichten und. Also so gesehen kann ich Ihnen da einiges zu berichten. Aber kommen wir wieder zu den eigentlichen Kinderrechten zurück. Kinderrechte, möchte noch jemand eine Zwischenfrage stellen? Kinderrechte, ich hatte so den Eindruck hier oben. Kinderrechte wirklich umsetzen heißt aber auch, ein Leben ohne Armut sicherzustellen. Laut dem aktuellen Sozialbericht der Landesregierung
und dem 10. Kinder- und Jugendbericht, den das Ministerium am Anfang dieses Jahres vorgestellt hat, sind sowohl Minderjährige als auch junge Erwachsene in Nordrhein-Westfalen unverhältnismäßig oft von relativer Einkommensarmut betroffen. Das ist so nicht hinnehmbar. Abschließend möchte ich trotzdem festhalten, mir als Vater von 3 Kindern ist die Garantie und Wahrung der Kinderrechte elementar wichtig. Ich habe diesbezüglich großes Vertrauen in die Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe, in die Jugendämter, Kindertagesstätten, Schulen, Vereine, die in Nordrhein-Westfalen eben mit diesen Aufgaben betraut sind. Erzieher, Lehrer, sonstige Pädagogen und unzählige Ehrenamtliche machen hier bereits eine sehr, sehr gute Arbeit. Deshalb empfehle ich unserer Fraktion, sich hier zu enthalten. Vielen Dank, Herr Kollege Kamit. Für die Fraktion Die Grünen spricht Frau Kollegin Asch. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich eben eigentlich gefreut zu Beginn der Rede von Herrn Kamit. Wo ist er denn jetzt? Hört er nicht zu? Egal, das kann er mein Lob nicht hören, dass er doch gewertschätzt hat, die Anstrengung der rot-grünen Landesregierung in Bezug auf die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. Vielen Dank, Herr Kamit, das haben Sie richtig dargestellt. Was Sie nicht richtig dargestellt haben, das muss ich noch mal korrigieren. Es war nämlich die rot-grüne Koalition, die im ersten Kiebitz-Änderungsgesetz nachzulesen von 2011 den Passus in Bezug auf die Kinderrechte und auf die bessere Partizipation von Kindern in der Kindertagesstätte aufgenommen hat. Das war eine rot-grüne Veränderung. Und wir wissen, die CDU hat gegen dieses erste Kiebitz-Änderungsgesetz gestimmt. Sie haben das nicht mitgetragen. Also so viel an Korrektur muss sein. Ich kann ansonsten nur sagen und darauf verweisen, liebe Kolleginnen, Sie wissen es, wir haben im Fachausschuss vor 14 Tagen den Antrag in Bezug auf die Beteiligungsrechte und die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention, den rot-grünen Antrag, abschließend beraten und abgestimmt. Es ist ein sehr umfassender Antrag von 15 Seiten, wo wir sozusagen alle Dimensionen, die Kinder, die bei der Umsetzung der Kinderrechte wichtig sind, noch mal aufgeschrieben haben. Und wir haben in 10 Beschlusspunkten unter anderem auch das mit aufgenommen, was jetzt hier die Piraten sich noch mal rauspicken. Ich muss sagen, ich habe dafür überhaupt kein Verständnis, dass Sie das jetzt noch mal wiederholen, aber nur in reduzierten 2 Punkten. Ich finde das nicht in Ordnung und ich kann nur sagen, wir werden diesen Antrag ablehnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Asch. Für die FDP-Fraktion spricht Kollege Hafke. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Grundsätzlich kann man ja gegen das Prinzip Versuch und Irrtum nichts sagen, aber ein bisschen ermüdend ist es schon. Wir diskutieren hier nun schon den 4. Antragsversuch der Piraten zum Thema Kinderrechte. Einen wirklichen Treffer haben Sie leider auch diesmal nicht gelandet. Ist ja fast das Gleiche, was Sie da gestellt haben. Und davon abgesehen wage ich auch mal die Prognose, dass die Regierungsfraktionen auch diesen Antrag ablehnen werden. Was in 7 Jahren nicht funktioniert, wird nicht auf den letzten Metern gelingen. Das Hin und Her der Piraten in Sachen Kinderrecht ist aber schon bemerkenswert. Erst wollten sie einen Beauftragten in Kitas und Schulen mit aller Bürokratie, die so da dranhängt. Die Anhörung dazu war verheerend, den Antrag hatten Sie eigentlich eingemottet. Dann machen Sie einen Gesetzesentwurf, mit dem Sie den Kitas standardisierte und überzogene Vorschriften machen wollten. Fazit: geht nicht. Der 3. Antrag hatte dann einen anderen Ansatz, einen Kinderrechtsbeauftragten. Aber auch hier haben wir eigentlich schnell die Erkenntnis gewonnen, ein Kinderrechtsbeauftragter, über dessen grundlegenden Sinn man ja durchaus sprechen kann, ist aber nicht das Allheilmittel. Vor allem als Ansprechpartner für Kinder in Konfliktsituationen wird er sich nicht bewähren. Und nun heute also der 4. Versuch. Jetzt sollen alle Bürger über die Rechte von Kindern und Jugendlichen belehrt werden. Es schwingt irgendwie mit, dass Kinderrechte umgesetzt werden, wenn alle die UN-Kinderrechtskonvention auswendig kennen. Am deutlichsten wird dies bei Ihrem Vorwurf, 77% der Erwachsenen würden die Kinderrechte nur vom Namen her kennen.
Ich glaube, dass Sie in diese Umfrage des Deutschen Kinderhilfswerks etwas zu viel hineininterpretieren. Denn diese Aussage heißt ja nicht, dass die Werte und Normen der Kinderrechtskonvention nicht verinnerlicht sind. Die meisten Deutschen können das Grundgesetz auch nicht zitieren. Trotzdem hält sich die überwältigende Mehrheit an unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Die Kinderrechtskonvention umfasst 54 Artikel auf 20 Seiten. Und auch wenn die Rechte im Einzelnen nicht benannt werden können, so werden sie doch gelebt. Ihr Antrag suggeriert, Nordrhein-Westfalen sei ein kinderrechtspolitisches Entwicklungsland. So weit würde ich nicht gehen. Die meisten Kinder in Nordrhein-Westfalen wachsen in guten familiären Bindungen, mit Zugang zu Bildung und gewaltfrei auf. Dass wir die Situation der Kinder in Nordrhein-Westfalen trotzdem verbessern wollen, widerspricht dem ausdrücklich nicht. Aber statt neuer Lehrgänge und Infobroschüren brauchen wir eben echte Verbesserungen für die Kinder in unserem Land. Das beginnt bei der Beteiligung. Hier haben wir im Ausschuss lange darüber gesprochen. Dass ich mir im Ergebnis mehr gewünscht hätte, ist allen bekannt. Aber jedenfalls bleibt eine Beteiligungskultur das Mittel der Wahl. Und wenn wir über konkrete Verbesserungen sprechen, dann sprechen wir doch etwa auch über Kinderarmut. Ganz konkret, nicht in Broschüren, nicht in Lehrgängen, sondern hier, wo die Verantwortung dafür getragen werden sollte. Denn da gibt es doch einen starken Zusammenhang. Die Rechte von Kindern auf eine gute Entwicklung, auf Teilhabe und Aufstiegsperspektive sind in armen Familien ja am stärksten bedroht. Da hilft kein Wissen um Rechte, keine Zitieren von Paragraphen, da hilft nur konkrete Politik. Leider nicht die von Rot-Grün. Unter Rot-Grün steigt die Kinderarmut. Sie steigt, das Versprechen, kein Kind zurücklassen, ist längst gebrochen. Konkret heißt auch Bildung. Aber bevor wir den Erzieherinnen und Lehrern neue Fortbildungen aufs Auge drücken, sollten wir uns doch vielmehr darum bemühen, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Wir erreichen im Sinne der Kinderrechte viel mehr, wenn wir kleinere Schulklassen und kleinere Kita-Gruppen haben und den Pädagogen mehr Zeit für die individuelle Arbeit mit den Kindern bleibt. Ich bin gespannt, ob die Piraten in dieser Legislaturperiode noch einen fünften Versuch in Sachen Kinderrechte machen werden. Gespannt, ob sich in Sachen Kinderrechte und Kinderarmut in diesem Land bis zur Wahl noch etwas tut, bin ich nicht. Am Ende dieser Regierung, da kommt nichts mehr. Den vierten Versuch der Piraten werden wir ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hafke. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Kampmann. Die liebe Landesregierung ist da, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Piraten, Sie haben ja gerade gehört, wie viele Anträge zu diesem Thema bereits eingereicht wurden. Das finde ich erstmal sehr, sehr positiv, weil Sie es damit immer wieder schaffen, dieses für uns alle, glaube ich, so wichtige Thema immer wieder in den Mittelpunkt unserer Debatte zu stellen. Und das ist, glaube ich, erstmal eine positive Nachricht. Weiterhin würde ich mich aber Andrea Asch anschließen, denn ich habe mir den Antrag der regierungstragenden Fraktion zum Thema Kinderrechte aus dem Mai auch noch mal angeschaut und doch sehr, sehr viele Parallelen entdeckt, sodass auch mein Eindruck ist, dass dieser erneute Antrag von Ihnen eher obsolet ist. Aber worum geht es bei dem Thema? Sie beschreiben zum einen sehr, sehr richtig, dass wir weiter daran arbeiten müssen, dass Kinderrechte mehr Kindern, aber eben auch Erwachsenen bekannt sind. Wir müssen aber auch weiter, und das ist an dieser Stelle, glaube ich, ganz entscheidend, an dem Thema Kinder- und Jugendbeteiligung in der Politik arbeiten. Und da tut die Landesregierung schon einiges. Wir unterstützen viele Initiativen, die sich mit beiden Themen an ganz entscheidender Stelle befassen. Wir unterstützen, und die macht wirklich vorbildliche Arbeit, die Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung des Landesjugendamtes in Westfalen-Lippe. Wir unterstützen die kommunalen Ombudschaften, weil wir wissen, Kinder- und Jugendbeteiligung soll vor allem vor Ort, ganz zentral dort stattfinden, wo Kinder und Jugendliche leben. Und wir haben von der Landeszentrale für politische Bildung ein wirklich sehr, sehr gutes Buch zum Thema Menschenrechte für Kinder herausgegeben, was sehr, sehr gut läuft und was wirklich häufig bei uns abgerufen wird. Aber das ist nicht das Einzige. Wir wissen natürlich, dass sich diese Thematik auch in den finanziellen Aufwendungen widerspiegeln muss. Und wenn wir uns anschauen, was im Jahr 2010, was zum Ende der Regierungszeit von Schwarz-Gelb für das Thema Familie, Kinder und Jugend im Haushalt stand, dann sehen wir, das waren knapp 2 Milliarden. Wenn wir uns das Jahr 2017 anschauen, dann sehen wir, wir haben das verdoppelt. Wir sind jetzt bei knapp 4 Milliarden Euro.
Und das Gute ist, und dafür möchte ich den regierungstragenden Fraktionen auch noch mal meinen Dank aussprechen, dass wir es in diesem Jahr geschafft haben, den Kinder- und Jugendförderplan auf insgesamt 109 Millionen Euro zu erhöhen. Das ist ein starkes Zeichen für die Jugendpolitik in Nordrhein-Westfalen. Und genau da müssen wir auch weitermachen. Und Sie haben vielleicht meine Pressekonferenz zum Kinder- und Jugendbericht verfolgt. Da habe ich gesagt, wir möchten hier nicht aufhören, wir möchten genau an dieser Stelle weitermachen. Deshalb werden wir einen Zukunftsplan für Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen entwickeln, wo wir an der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen weiter arbeiten werden, wo wir weiter am Thema Kinderrechte arbeiten werden. Ich muss sagen, ich freue mich sehr auf diesen Prozess. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen weiter gute Politik für Nordrhein-Westfalen zu machen und unser Land damit auf ein starkes demokratisches Fundament zu stellen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind am Schluss der Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt des Antrages, Drucksache 19007. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Das ist die Fraktion der Piraten. Wer kann dem nicht zustimmen? Dankeschön. Wer enthält sich? Vielen Dank. Damit hat die Fraktion der Piraten dem Antrag natürlich zugestimmt. Gegen die Stimmen der SPD, der Fraktion Die Grünen, gegen die Stimmen der FDP, bei Enthaltung der Fraktion der CDU. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 14.